So Leute, ihr habt es am Titel gesehen und nein, das ist wirklich diesmal auch kein April-Scherz, daran zu erkennen, dass wir den 1. April aktuell nicht haben. Nein, es geht in diesem Video wirklich über die allerersten News und wirklich, wir bleiben bei News, Fakten würde ich es noch gar nicht nennen, aber die allerersten Infos zu kommenden Jurassic-Projekten. Ihr merkt schon, ich bin so ein bisschen aufgeregt bzw. einfach nur gehypt darauf, dass jetzt hier so schon ein paar Brocken in Richtung Jurassic World Dominion Fortsetzung gestreut werden. Und ich habe tierisch Bock drauf und würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Video zu den Jurassic World Fortsetzungsnews. Ich weiß, was die meisten von euch jetzt zuallererst sagen werden. Tobi, das ist ein super chilliger Pulli, den du gerade anhast. Und Moment, ist da ein Unknown Kaijuverse-Zeichen vorne drauf? Ja, vollkommen richtig. Diese Pullover bekommt ihr jetzt im Unknown Kaijuverse Kaiju Shop. Zusammen mit schönen Sammelgläsern, Tassen, Kappen und eben diesen Pullis in allen möglichen Farben. Link ist unten in der Beschreibung, könnt ihr gerne mal draufklicken. Der Kaiju Job ist auf jeden Fall jetzt gefüllt mit Stuff, wie zum Beispiel diesem hier. Aber so viel mit dem, so viel zum Thema Werbung. Wir steigen jetzt mal direkt ein mit den Themen. Es sind tatsächlich so ein paar Themen, die ich hier abhaken möchte. Und zwar habe ich insgesamt aufgeschrieben 1, 2, 3, 4, 5 Themen. Es gibt 5 News zu kommenden Jurassic Projekten, also zur Fortsetzung zu Jurassic World Dominion. Und wir fangen einfach mal an mit der allerersten News, die wir alle auch schon kannten. Die habe ich zumindest schon mal in einem anderen Video auch präsentiert. Colin Trevorrow wird sich nicht weiter am Jurassic Franchise beteiligen. Mit der Begründung, dass Colin Trevorrow der Meinung ist, dass Jurassic Park, also der allererste Film, hätte niemals eine Fortsetzung bekommen sollen. Ja, die Aussage kommt tatsächlich von dem Mann, der einfach eine Trilogie gemacht hat, die nach Jurassic Park 3 spielt. Es wird immer schwieriger, die Jurassic World Trilogie zu verteidigen, wenn das der Mann ist, der die Drehbücher dafür geschrieben hat. Aber okay, ganz anderes Thema. Colin Trevorrow wird also keine Regie mehr führen zu kommenden Jurassic Projekten. Lange Zeit durften wir uns deswegen also fragen, wer wird denn jetzt in die Fußstapfen von Colin Trevorrow springen? Treten. Stapfen? Wer wird in die Fußstapfen von Colin Trevorrow treten? Und die Antwort hierbei ist, zumindest im Gespräch, niemand Geringeres als Bryce Dallas Howard. Ja genau, die Schauspielerin, die Claire in der Jurassic World Trilogie verkörpert, ist im Gespräch dafür die neue Jurassic Trilogie. Nächste Ankündigung, es soll eine Trilogie werden, wer hätte es erwartet, die nächste Jurassic Trilogie als Regisseurin zu überwachen. Und wenn ich sage überwachen, ja, könnte es wirklich so weit gehen, dass Bryce Dallas Howard die Kevin Feige des neuen Jurassic-Universums führt. Und da muss ich wirklich sagen, so sehr ich auch die Jurassic-World-Filme kritisiere, ich mag Bryce Dallas Howard, ich mag auch die schauspielerische Leistung, die sie dem Film als Claire gibt. Ich meine, sie hat das Beste mit dem Drehbuch gemacht und sie ist unfassbar gut als Regisseurin. Ich habe euch hier mal irgendwo ein paar Titel eingeblendet, wo wir die Frau hinter der Kamera oder quasi hinter dem Drehbuch begutachten können. Außerdem hat sie auf Mandalorian die ein oder andere Episode, ich meine, es waren 2 Episoden, als Regisseurin abgedreht. Und die beiden Episoden sind unfassbar gut, habe ich mir sagen lassen. Ich habe die Serie nie gesehen, aber von daher bin ich da wirklich gespannt drauf, Bryce Dallas Howard hinter der Kamera zu sehen. Das Ganze ist noch nicht offiziell bestätigt, allerdings wird sie immer mehr als nächste Kandidatin dafür gehandhabt und ich denke mal, Bryce Dallas Howard hat auch genug Liebe für das Jurassic Franchise gezeigt. Ich meine, sie hat ja wirklich auch öfter mal betont, wie unfassbar dankbar sie ist, in diesem Film mitspielen zu dürfen, weil sie eben auch ein Riesenfan von Jurassic Park ist, dass diese Frau die Regisseurin wird. Ich halte es für sehr wahrscheinlich. Sie ist auf jeden Fall im Gespräch. Colin Trevorrow selber hat die Frau vorgeschlagen und ich würde sagen, ja, wenn das der Fall sein würde, hätte ich wirklich Bock drauf. Des Weiteren geht der Streit rund um das Fanprojekt Jurassic Park Operations weiter, beziehungsweise ist gar kein Streit vorhanden. Das Projekt Jurassic Park Operations, was ein Fanspiel sein sollte, das mit dem Videospiel Dreams erschaffen wurde, wurde offiziell gecancelt von Universal. Die haben sich dazu jetzt aber nochmal geäußert und ja, am Anfang hieß es erst, dass Universal selber, das waren Gerüchte, bald einen Pitch raushauen würde auf YouTube und allen möglichen Social Media Plattformen, wo es darum gehen würde, dass sie selber ein Jurassic Park Spiel in die Wege leiten würden. Das Ganze wurde jetzt ebenfalls wieder gecancelt. Universal hat offiziell bestätigt, nein, wir arbeiten aktuell nicht an einem Jurassic Park Videospiel. Doch die Begründung dazu ist sehr interessant, denn die Aussage ist gewesen, ein solches Spiel wie Jurassic Park Operations, was auch mit ein Grund gewesen ist, warum das Spiel von Universal gecancelt wurde, würde nicht in den neuen Ton der kommenden Filme passen. In den neuen Ton, also scheinbar arbeitet man hier wirklich an
Filmen, die eine andere Tonalität anschlagen würden. Ich meine, ich in meinem Hinterkopf habe ich immer noch den Ton der Bücher, so mehr Richtung Horror. Ist nichts davon bestätigt, was damit genau gemeint ist, aber die ganz klare Aussage ist, so ein Spiel würde davon ablenken, Ablenkung war gesagt, genau, so ein Spiel würde davon ablenken, was eben der neue Ton der kommenden Projekte, Filme und Serien sein würde. Unter anderem haben auch Produzenten ihr Interesse daran ausgesprochen, dass man in kommende Projekte immer mehr Urzeitkreaturen einführen möchte, das heißt Säbelzahntiger, Mammuts und Co. Und da habe ich mir gedacht, ja, das habe ich irgendwie kommen sehen, ich glaube die meisten von euch auch, weil die Tiere gab es eben auch schon im Spiel, zum Beispiel Jurassic World Alive. Ich meine auch in Jurassic World The Game waren die schon vertreten gewesen und sogar in Jurassic World Camp Cretaceous, der Animationsserie, die offiziell Kanon der Reihe ist, haben wir schon Säbelzahntiger gesehen. Also, dass diese Saurier oder diese Urzeitkreaturen mit eingeführt werden, das halte ich gar nicht mehr für ein Gerücht. Ich meine, das wäre schon so gut wie Fakt. Ob wir jetzt als nächstes wirklich in eine düstere Richtung gehen, da müssen wir noch abwarten, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf und auch wirklich gehypt. Auch Dr. Alan Grant-Schauspieler Sam Neill hat sich dazu zu Wort gemeldet. Und zwar ging es einfach nur darum, wie wahrscheinlich es denn sein wird, dass seine Figur als Dr. Alan Grant wieder zurück in die Filme kehrt. Sam Neills Aussage dazu ist ganz klar gewesen, nein, er sagt, dass seine Figur auf gar keinen Fall zurückkehren wird. Und er geht auch ganz stark davon aus, dass nicht Ellie Sattler, kein Ian Malcolm und auch nicht Claire und Owen zurückkehren werden. Bei Claire wird sowieso schwierig werden, wenn Bryce Dallas Howard wirklich dann das Mastermind hinter dem neuen Jurassic-Franchise werden wird. Aber diese Figuren sind wohl komplett ausgeschlossen. Die werden nicht mehr zurückkehren, laut Sam Neill. Außerdem hat er hinbeigefügt, dass wir jetzt ja genug andere Figuren haben. Das Ganze könnte eine Art Staffelstabübergabe werden an Figuren wie Kayla oder auch Maisie oder auch Barry aus Jurassic World 1 und eben Jurassic World Dominion. Die Figuren könnten jetzt mehr in den Vordergrund rücken und eben ihre eigenen Geschichten erzählen. Das war eben nur ein Vorschlag von Sam Neill selber gewesen. Und mal gucken, ob man darauf auch noch eingeht, ob man diese Figuren wirklich weitererzählt oder eben ganz neue Figuren dazu herbeidichtet. Auf jeden Fall werden die Original- Die Legacy-Charaktere werden nicht mehr zu dem Franchise zurückkehren. Der Grund, warum übrigens bestätigt wurde, dass die neuen Jurassic-Projekte einen anderen Ton anschlagen werden als Jurassic Park und eben auch gerade als Jurassic World Dominion, ist folgender. Es wurde darauf hingewiesen, dass Jurassic World Dominion der schlechteste oder der am schlechtesten bewertete, der am meisten kritisierte Jurassic-Film seit Jurassic Park 3 gewesen ist. Und der hat ja bekanntlicherweise das Jurassic Park-Franchise beendet, was dann eben mit Jurassic World wiederbelebt wurde. Aus diesem Grund sagt man eben ganz klar, nee, wir müssen jetzt einen ganz anderen Weg gehen. Und ich glaube irgendwie nicht, dass die jetzt sagen, wir müssen mehr in Richtung Familienfilm gehen, denn das hatten wir jetzt schon gehabt. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass man jetzt vielleicht kleinere Geschichten erzählt und die eben dann auch ein bisschen heftiger und düsterer macht. Es geht hier nun mal auch um Dinosaurier und die jagen und fressen und zerreißen nun mal auch Menschen in diesem Universum. Von daher passt das schon ganz gut zusammen. Jetzt bist wie immer du gefragt, was hältst du von diesen News? Bist du da genauso euphorisch wie ich oder übertreibe ich es vielleicht ein bisschen, aber ich freue mich einfach darauf, dass jetzt wirklich so die ersten Brocken uns schon mal entgegengeworfen werden, was denn jetzt mit dem Jurassic Franchise passiert. Schreib mir deine Meinung dazu auf jeden Fall in die Kommentare und dann würde ich sagen, bin ich raus für heute mit dem Video. Bis zum nächsten Mal.